Zdarobzmy, herzlich willkommen zu Rap Mir. Heute gibt es ein neues Reaktionsvideo zu Schwarze Witwe von Dame. Meiner Meinung nach ein sehr vielseitiger Künstler. Das Besondere an ihm ist, er hat jetzt schon einiges an Themen durchgekaut und hat es jedes Mal geschafft, on point zu bleiben. Er trifft einfach immer das Feeling. Ich bin schon gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Wir lassen einfach mal knacken. Okay, allein schon, wie er jetzt mit dem Beat einsteigt. Ich fühl schon. Okay, das symbolische Schachspiel. Ihre Haut so glatt, so sagen oft weich, die Wangen so weiß, dass die Farbe der von einer Porzellantasse gleich. Ihre Augen finden eine andere Galaxie mit ihren Blicken. Was für eine angenehme Stimme, oder Freunde? Seid mal ehrlich, wenn ihr so die Augen dabei schließt, an welchen Künstler müsst ihr dabei denken? Zwingt sie jeden Mann in seine Knie, schwarze Magie. Sie ist manipulativ. Du schenkst ihr dein Herz und sie verwandelt sich zum Biest. Deine Freunde können sehen, wie sich die Falle langsam schließt. Doch du bist längst im Bann ihrer kranken Fantasie. Sie spinnt im Netz und denkst du in den Mann. Also ich musste tatsächlich das erste Mal, als ich Dame gehört habe, und ich wusste gar nicht, dass es Dame ist. Das lief auf Spotify und ich habe mich schon gewundert. Ich denke, hä, ist das Nisse? Ich hätte schwören können, dass die sind sich von der Stimmfarbe so ähnlich, dass ich sie das erste Mal tatsächlich verwechselt habe. Ich weiß nicht, ob es mir so geht, aber ich denke mir, hä, das passt ja gar nicht so zum Musikstil. Das ist echt krass, nur dass halt Dame noch dazu richtig gut rappen kann. Die Kulisse ist mega geil gewählt. Zum Thema Schwarze Witwe passt das sehr gut. Diese leichten Double Times zwischendurch gefällt mir auch sehr gut. Und dass sie durch jedes Opfer nur an Größe gewinnt. Ihr ist egal, ob es Bauern oder Könige sind, denn sie würde auch das Herz. Hier ist egal, ob es Bauer oder Könige sind. Okay, da kommen wir wieder zum symbolischen Schachspiel. Von einem Löwen verschlingen. Sie ist makellos, dass sie fast schon eine Menge gleicht. Du bist verzaubert, sobald sie dich. Sie ist makellos, dass sie fast schon einem Mängel gleicht. Hart. Also dazu muss man halt auch sagen, Dame ist lyrisch echt fit, Alter. Das ist schon wieder so eine Sache. Das Thema hatten wir neulich erst. Wann ihr wohl das letzte Mal oder allgemein, wenn man so Musik konsumiert, wann man überhaupt über Lyrics nachdenkt oder ob man sie einfach nur hört und versucht gar nicht über den Text weiter nachzudenken, ob man auf Reime achtet oder Paarreime etc. Boah, hart. Ich frage mich, ob ihr auch schon mal einer Witwe begegnet seid. Einer schwarzen Witwe. Das beschreibt euch hier sehr gut, finde ich. Das ist schon wieder so eine Sache. Das ist jetzt wieder ein Track, wo ich sage, der hat es wieder geschafft, so dieses Feeling zu treffen. Und das ist das Besondere an Dame. Ob der jetzt irgendwas über Tiere macht, irgendwas über Cartoons, die vorher gelaufen sind, man fühlt es einfach direkt. Ja, und das ist echt eine sehr musikalische Ader an ihm, die ich besonders gerne mag. Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob ihr noch andere Tracks von Dame kennt, aber der schafft es immer, diesen Punkt zu treffen, ohne zu überspannen. Total geil. Man schlägt, sind all deine Sorgen wie vom Wind verweht. Sie weiß, wie man Winden legt und bei jeder Gelegenheit den Sinn verdreht. Und wieder diese leichten Double Times im Text. Pah. Lass sie einmal durch die Eingangstür und du bekommst es am eigenen Leib zu spüren. Ihr ist kein Mittel zu schade, sie heftet sich fest, so wie ein Geschwür. Sie ist ein intrigantes Vibe, welches dich in den Abgrund treibt. Sie lässt dich zappeln, bis sie dich auf die. Wie gesagt, das mit dem Schachspiel, das ist total genial, Alter.
Mega, mega nice Video. Die Ersatzbank schleift, wenn sie dann lacht und die Schwachen beäugelt, ist ihr Gift schon lange verteufelt und ihr wird klar, diese Frau ist ein tasmanischer Teufel. Sie zieht die Fäden, sitzt nicht still, selbst das Warten ist Teil ihrer Spiels. Ihr gehört die Welt, denn sie kriegt immer, was sie will und verfolgt nur ein einziges Ziel und das ist sie selbst. Sie ist makellos, dass sie fast schon eine Menge gleicht. Boah, boah, seine Gesangsstimme. Mann, dieses leicht raue und trotzdem angenehme, das nervt überhaupt nicht im Ohr. Also, das ist halt auch wieder so ein Song zum Nachdenken. Ja, das ist Wahnsinn, Alter, dass der immer das scheiß Thema trifft, ne? Du bist verzaubert, sobald sie dir ihre Hände reicht. In ihren Augen blitzt und funkelt ihr Bauern, oder? Und wie er in seiner Stimme spielt, er diese leichten Flowwechsel. Ich weiß nicht, ob dieser Zug jetzt Sinn gemacht hat. Also ich hoffe, die spielen da gerade ein richtiges Schachspiel. Sie würde auch das Herz von meinem Löwen verschlingen. Ich hoffe, das musste jetzt sein, dass die Dame dazwischen geschoben worden ist. Ich habe jetzt die. Also ich bin selber leidenschaftlicher Schachspieler. Aber okay, ist ja auch egal. Wir haben jetzt nicht die genaue Position von den Figuren gesehen. Alter, dieses Geräusch, Mann, wie das Herz verschlungen wird oder wie der Typ verspeist wird. Ach, also, geil. Die Defekte sind mega schön gemacht. Alter. Okay. Okay. Ja, krass. Also, wie gesagt, das sind jetzt ist ein relativ kurzer Track. On point, wie gewohnt, von Damon, Schwarze Witwe. Mehr muss ich gar nicht sagen, oder? Hört euch das Ding einfach nochmal an, ohne dass ich dazwischen rede. Also, wenn ihr was zum Nachdenken braucht oder mal tatsächlich einer schwarzen Witwe begegnet seid, egal in welchem Alter ihr seid, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr von dem Track haltet. Leider noch relativ wenig Aufrufe. Der hätte auch, also vor allem dieser Song hätte noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient, finde ich. Aber ja, er hat ja noch Zeit, vielleicht. Vielleicht startet der noch richtig durch bei 735.000 Abonnenten. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er weiterhin so erfolgreich bleibt. Ich freue mich auch schon auf neuen Stuff von Dame und bleib an ihm dran. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Song fandet, wie ihr mit der Situation umgeht, wenn ihr der schwarzen Witwe begegnet. Und schlagt ruhig vor, worauf ihr als nächstes reagieren sollen. Freunde, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Давайте, пацаны.